die Jungfamilie so schicken. 3, 2, 1, 3 und fahren. Bitte ein bisschen Applaus vielleicht. Jetzt mal Hände frei. Am Handy. Die ersten beiden Rennen laufen. Das Rennen der U17 von vorne und das Rennen der U15. Doppelfahrgeld. Da muss die Jury Abgabe der Doppelfahrgeldprämie. Doppelfahrgeld in dieser Runde für die U17. Die 1 von 19. Die 1 von 19 und in der Schüler die 66 von der 67. Die 1 von 19 der Bargeldprämie. Noch zwei Runden für die vier Spitzenfahrer aus der U15, zwei Runden noch für U, für den Wittenberg, für Julian Hoffmann, für Lukas Finitschacke und für Max Neumann in der Runde. Letzte Runde für Tim Gera und für Katrina Otter. Und hier geht es um die ersten drei Plätze und der Sieg geht an die Niederlande, geht an den Wittenberg, der hier komfortabel gelegt, Glück auf den Kampf, der Landesmeister auf Platz 2 und der ein Jahr jüngere Julian Rottmann auf der Die Plätze 5, 6, 7 und 8 und Max, der ist kritisiert. Dann hier entspannt durchgerollt kommen auf der vierten Position, die Nummer 53 hatte eine Runde Vorsprung vor den anderen. War ja ganz viel ausgerissen. Es kommen noch zwei Schülerfahrer mit Lehrern. Letzte Runde für die U17. Also Luca, für die erste Frage. Wie war das Zeugnis? Alles okay, hat es völlig überrascht. Luca, ihr habt ein tolles Rennen gefahren auf der
Hinten, aber kommt doch zu uns. Ihr seid ja losgefahren, habt ihr die Feuerwehr. War das euer Ziel, Luca, direkt U17 einzuholen? Ja, also als wir sie gesehen haben, dachte ich schon, fangen wir mal an. Voll viel Moral, du kommst gerade aus der U13, gerade in der U15 und holst schon hier die U17 ein. Also, das war nicht besonders schwer, was hat gut funktioniert? Platz 2 finde ich als Serien hier, ist das schon so eine kleine Enttäuschung oder wie das Rennen für dich als Zweiten, als Zweiter in Ordnung? Das ist in Ordnung, ich hatte jetzt auch meine Trainingspause, meine Interesse und wo ist das passiert? Das ist ein Fußballspiel. Ein Fußballspiel, natürlich! Sport hat mal den, wie sitzen ganz Luca Blink, da kann man laut rein verlieren. Schlüsselbeinbruch beim Fußballspiel, jetzt ist in der Fit, alles wieder gut. Der Zweitplatzierte, der Drittplatzierte, ich habe mich erst nicht erkannt, muss ich gestehen. Julian hatte immer noch das rosa Nackenhorner Trikot im Kopf. Jetzt habe ich natürlich kein SG Nackenhorner Düsseldorf. Seit diesem Jahr bist du dabei bei der SG Nackenhorner. Ja, ja, bin ich. Ja, gut. Und Platz 3 mit den beiden Top-Favoriten. Ich denke, das ist für dich auch ein guter Erfolg. Ja, schon. Und eigentlich? Ich werde lieber Zeit haben wollen. Okay, lieber Zweiter. Habt ihr die Überlegenheit von dem Herr Ringer von vornherein bei den Tränen? Richtig zur Sache. Habt ihr schon unterwegs gelernt, dass der Wim vermutlich der schnellste Mann ist, Julian? Ich hab's mir gedacht, aber sicher war ich nicht. Platz 3, Ringer hat gut funktioniert mit den Jugendfahrern. Und der Gewinner der Liga, spricht ein bisschen Deutsch? Ja. Nein. Dann sagen wir mal so einen tollen Glückwunsch, wir geben schon mal einen tollen Applaus für den Sieger und die ersten drei Platzierten in Winkler. Und dann kommen wir jetzt zur Siegerehrung. Und in 13 Runden 28,6 Meter machen wir ganz schnell die Siegerehrung auf Platz 3 aus Düsseldorf. Julian Nordmann, herzlichen Glückwunsch! Wir haben die 1. Auf Platz 2 aus Ungarn, Luca Julian.